Ich freue mich sehr, dass unsere Theaterjugend heute so eine schöne Ehrung von der Stadt bekommt. Ich finde, sie hat das auch durchaus verdient, denn sie ist sehr aktiv hier auf dem Schlossberg bei uns im Naturtheater. Die Nachwuchsprobleme, die gibt es bei uns nicht so. Wir haben sehr viele Jugendliche, aber auch sehr viele Kinder. Wir haben natürlich einen Jugendbeirat hier. Der Jugendbeirat hier im Theater besteht aus 8 Personen. Einmal dem Leiter, dem Stellvertreter, dann einer Person, die ist weiterhin über 18 und die anderen 5 Personen, die sind unter 18 Jahren alt. Der Jugendbeirat, der veranstaltet zum Beispiel die Theaterfreizeit, die eine Woche lang geht. Wo wir viele Ausflüge machen, in ein anderes Theater gehen, nach Reutlingen zum Beispiel oder zusammen in Freizeitpark nach Trips Drill. Da kommen jedes Jahr 55 Kinder. Wir sind dann ca. 16 Betreuer. Ein weiteres Event, was wir machen, ist der Kinderfasching. Das ist nicht nur für Theaterkinder, sondern natürlich auch für Kinder hier im ganzen Kreis Heidenheim. Also da ist jeder willkommen. Am Tag der offenen Türe, da gibt es immer eine Art Spielstraße. Und dann kann man einfach so Stationen durchgehen, zum Beispiel eine Rollrutsche oder Dosen werfen gibt es immer meistens. Und es wird eben vorneweg immer vom Jugendbeirat auch organisiert. Wir haben ja auch eine große Technik hier. Da gibt es auch viele Jugendliche oder alles, was so hinter der Bühne läuft. Dieses Jahr war das Jugendcamp bei uns im Naturtheater. Da sind verschiedene andere Theatervereine gekommen zu uns. Insgesamt waren wir dann 100 Personen für ein Wochenende. Da haben wir auch verschiedene Workshops angeboten, zum Beispiel Schattentheater. Poetry Slam, wir hatten 2 Schauspielworkshops, wir hatten einfach Kampfworkshop. Die Theaterproben, das ist sehr unterschiedlich, weil wir ja ganz oft in der Woche proben, meistens so ab 18 Uhr, dann auch mal bis 20 Uhr, also meistens 2 Stunden. Die Regie gibt dir dann an, was du machen musst, welches Bild dran ist. Da kommt es dann halt drauf an, was für eine Rolle man hat, ob man eine Hauptrolle hat. Dann fängt man im Januar meistens schon an, aber wenn man eher so Volk ist oder halt im Großen und Gesamten mitwirkt, kommt man meistens so im April, würde ich schätzen, so dazu und wird halt das ganze Stück so zusammengesetzt. Also man fängt immer an, so kleine Szenen zu erarbeiten mit den einzelnen Schauspielern und dann kommt im Endeffekt alles zusammen. Man geht dann raus auf die Bühne, das ganze Volk kommt dazu, die Requisiten, Kostüme, Maske und dann wird es einfach großes Gesamtbild, entsteht dann am Ende in den letzten 3 Wochen oder so erst. Mittwochs und sonntags immer von 15 Uhr ist dann eben die Mittagsvorstellung für die Kinder und dann kommt man meistens immer um 13 Uhr, man geht in die Maske, man lässt sich schminken, dann zieht man sich um, macht sich fertig, dann gibt es noch eine Besprechung, man tut die Bühne gemeinsam aufbauen, ja, und dann fängt es an. Am meisten macht eigentlich die Probenzeit Spaß, weil man einfach mit den Menschen wirklich gut interagiert. Und wir sind ja eigentlich alle wirklich eine große Familie geworden dadurch. Egal wie alt man ist, man findet auch mit Älteren zusammen immer eine schöne Gruppe und findet natürlich ganz unterschiedliche Freunde.